Ja, hallo, ein neuer Tag, ein neuer Booster. Wir sind mittlerweile beim 10. Booster Pack angekommen. Und bisher habe ich noch keine Mythic Rare gezogen. Kein guter Schnitt bisher. Wir haben auch noch. Oh doch, jetzt haben wir hier eine Artwork-Karte mit Unterschrift. Das ist auch leicht geprägt, also leicht eingestanzt. Richtig nice. Wir schauen mal, was wir hier haben. Großmeister der Blumen und der Künstler Zhong Jiai Choi. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber ja. Sehr, sehr nice. Ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich möglich ist, jede Artwork-Karte mit Unterschrift zu kriegen und ohne. Also ob es die halt in beiden Varianten gibt. Keine Ahnung, aber wir haben die erste mit Unterschrift. Sehr schön. So, dann haben wir ein Standardland Sumpf Non-Foil. Oh. Warum hat diese Karte keinen Rahmen? Schwarzer Drache. Normalerweise waren ja hier die alternativen Artwork-Karten. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das auch so eine ist. Eine Ankamen. Rahmenlos. Sehr, sehr schön. Luftkult-Elementar. Raffinierter Beschwörer. Dann Weg finden. So, eine Uncommon-Karte. Talgnar Dämonenzahn Gnoll. Es ist eine legendäre Kreatur. Dann haben wir Kältestrahl. Auch wieder eine Uncommon. Roter Drache, ebenfalls eine Uncommon-Karte. Dann blauer Drache. Da haben wir ja fast alle Farben zusammen dann. Schwarz, rot, blau. Dann haben wir eine Rare, Taschas fürchterlicher Lachanfall. Unsere Holo. Nee, das ist noch nicht die Holo. Wir haben noch eine Rare-Karte. Auge des Vecna. So, jetzt kommt die Holo. Es ist eine Common-Karte. Ihr geratet in einen Hinterhalt. Und die letzte für heute: Feenwesen, Drache, Spielsteinkreatur. Und auf der Rückseite haben wir Werbung für Secret Lair. Da gibt es so eine Packs von. Ich habe bisher zwei gesehen und bei dem zweiten habe ich ehrlich gesagt auch schon überlegt, ob ich mir das zulege. Allerdings kostete das 80 Euro und man hat da im Grunde nur, ich weiß gar nicht, wie viele Karten das waren, aber das waren nicht viel und ich glaube, das gibt es auch nur auf Englisch. Also für den Preis ist das eigentlich, ja, entweder man kauft sich das als Wertanlage, bis das irgendwann nicht mehr produziert wird oder keine Ahnung, also es ist recht teuer, sagen wir mal so. Gut, ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.